wir heute Abend nicht ein Festessen veranstalten? Etwas richtig Schönes? Klar, wie ich es jeden Samstag mache. Ich meine ja nur etwas richtig Schönes. Dann koche ich nicht was Schönes. Koch es heute noch schöner. Dann koch doch selbst. Das ist keine Schauspielkunst, kein Nachdenken. Das ist einfach nur Scheiße. Statt dir zu sagen, dass du an einem Schauspielkurs teilnimmst, hast du gesagt, du pokerst um Geld? Ja. Also, das ist ja richtig erfrischend. Hast du dich auf deine Klassenarbeit vorbereitet? Total. Ihr seid dran. Ich mache mir Sorgen wegen deines Studiums. Stop that! Überwältigend. Fantastisch, das zu sehen. Mein intimstes Geheimnis? Ich habe meinen Sohn kennengelernt. Sein Name ist Tony. Was willst du deiner Frau erzählen? Die Wahrheit oder kommt das nicht in Frage? Das kommt nicht in Frage. Vince, du suchst ganz zufällig einen Gefangenen aus und bringst ihn in mein Haus? Ich habe ihn nicht zufällig ausgesucht. Ich habe zufällig seine Mutter gekannt. Schon als ganz kleiner Junge wollte ich Schauspieler werden. Sie sollten es versuchen, wenn Sie es wirklich wollen. Vince sagte mir, er war mit deiner Mutter befreundet. Oh, jetzt geht das los. Gute Zeiten liegen vor uns. Nichts als gute, lockere, entspannte Zeiten. Vince und eine Pokerrunde. Glaubt er, dass ich ihm den Mist abkaufe? Anfangen. Entschuldigung, soll das vielleicht eine Marlon Brando-Imitation werden? Nein. Mein guter Freund hier, Vincent Rizzo, war heute bei seinem allerersten Casting-Termin. Oh. Und er hat den Leuten so gut gefallen, dass sie ihn gerade noch einmal für Mittwoch bestellt haben. Du hast das Auto meiner Mutter gestohlen! Deine Stripperin! Strippen ist nicht illegal! Oh, ich ja deinen Eltern erzählt! Ist gar nicht, du Loser! Schlampe! Du bringst deine dreckige Geliebte in mein Haus! Sie ist nicht meine Geliebte! Oh mein Gott, sag ihnen einfach die Wahrheit! Ich bin Stripperin! Ich bin dein Vater! Mein Vater. Hast du da draußen geschlafen? Ich habe mit einem Haufen Nutten Heroin gedrückt. Ich überlege, ob ich zu älter werde. Gut,